Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Macht doch einen Moment, wir müssen noch kurz Klamotten wechseln. Das ist eine leichte Rüstung gewesen, okay. Sah jetzt nicht so aus. Falsche Schuhe. So. Ja. Plätze? Komm schon, Plätze. Wir müssen jetzt wieder zu Eugiert. Wir haben seinen ersten Wunsch erfüllt. Auch wenn ich nicht glaube, dass ihm das so ganz passt. Hallo? Warum ist die Ports zu? Ah. Gesundheit. Wie ihr das sicherlich hört, verabschiedet sich meine Stimme langsam wieder. Ich krieg's einfach nicht los. Ich weiß nicht warum. Echt so, nach den 2 Tagen, die ich weg war, war es eigentlich wieder gut. Also es war fast ganz weg. Jetzt 2 Tage wieder zu Hause, komplett alles wieder für die Katz. Ach ja, Eugid wollte ja hier auf der Taverne, in der Taverne und auf uns warten. Hallo, Eugiert. Was treiben die da? Spielen. Zu groß geratene Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Ach ja, Hexer sind ja steril. Na, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Wir können gut mit dem spielen. Ich glaube aber, speicher vorher. Macht mal kurz. Bis da. Aber ganz kurz. Wir müssen reden. Bin ganz Ohr, Hexer. Na komm. Hast du schon mal Gwent gespielt? Ein Unsterblicher fordert die Erfüllung von 3 Wünschen und du fragst ernsthaft nach einer Partie Gwent? Ja. Angst zu verlieren? Kein Problem. Ich finde schon jemanden. Das ist der größte Affront, den ich je vernommen habe. Leg deine Karten aus. Ich meine, von dem bekommst du auf jeden Fall eine Monsterkarte. Okay. Zweimal Finte. Mm-hmm.
So. Meine Runde. Ich leg noch eine. Meine. Ja, ich würde sagen, ich passe jetzt. Eine Karte Behälter, hat er vier insgesamt. Jetzt hat er noch eine auf der Hand. So, und jetzt kann man in Ruhe alles legen. Wir holen erstmal ihn zurück. Dann schmeißen wir die hier. Das wird ja schon reichen, rein theoretisch. Et voilà. Scheiße, ich hasse es zu verlieren. Nun, Glückwunsch. Ich auch. Diese Karte gehört dir. Danke. Kröte. Ah ja. Interessante Gesellschaft pflegst du. Dein Trupp. Interessante Leute sind das. Interessant? Wieso? Gewöhnliche Zecher und Raufbolde allesamt. Wo hast du sie aufgetrieben? Manche sind schon seit Ewigkeiten bei mir. Andere fand ich unterwegs. Wieder andere haben mich gefunden. Bei Gelagen aller Art sind sie jedenfalls gute Gesellschaft. Und seit ich mit ihnen unterwegs bin, sind meine alten Gegner still wie die Mäuschen. Netter Säbel. So einen Säbel sehe ich zum ersten Mal. Woher stammt er? Ophir. Er war ein Geschenk. Jeder schwachbrüstige Feigling kann sich eine Klinge an den Gürtel hängen und auf gefährlich machen. Aber mein Säbel ist ein Versprechen. Wenn ich ihn ziehe, rollen Köpfe. Schon sein Anblick vertreibt den Leuten die Lust auf ein Duell mit Olgierd von Evarek, dem berüchtigten Gesetzlosen. Mein Medaillon sagt, dass er magisch ist. Ach was, sagt es das? Eine bessere Waffe dürftest du noch nicht gesehen haben. Naja. Und wie ist der ophirische Prinz zum Monster geworden? Ich frage mich, wie du den Ophiri in eine Kröte verwandelt hast. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Allerweltsfluch war. Ist das Berufsinteresse oder stinknormale Neugier? Berufsinteresse. Die Information könnte mir noch nützlich sein. In der Zukunft? Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Wird man sehen. Ja. Also, gib es zu. Glaube ich schon. Dir hat ein Magier geholfen, stimmt's? Ich gebe dir einen Tipp. Du bist hier nicht der Einzige, der Wünsche erfüllt. Odim hat den Ophiri verwandelt? Auf deinen Wunsch? Nein, das war ich allein. Aber du hast recht, es war kein gewöhnlicher Fluch, sondern ein im Zorn gesprochener Wunsch.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich erfüllt. Mehr sage ich nicht. Du und der Ophiri. Ich will mehr darüber wissen. Sag mal, wie hast du den Ophiri kennengelernt, den du verwünscht hast? Du bist aber neugierig. Na und? Ja. Du redest doch gerne über dich. Das kann ich nicht leugnen. Der Ophiri war ein Kronprinz auf Reisen. Er wollte fremde Länder und Gebräuche kennenlernen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Zufällig lag mir an dieser Frau sehr viel. Aber mit einem Edelmann aus fernen Landen konnte ich nicht mithalten. Sie wurde dem Ophiri versprochen, obwohl sie mich liebte. Du hättest seine jämmerlichen Versuche sehen sollen, sie zu bezirzen. Als sie fragte, warum er als Kaufmann verkleidet reise, sagte er wäre wie ein Frosch im Märchen. Ein Kuss und er würde sich in einen Prinzen verwandeln. Ein Frosch wollte er sein, konnte er haben. Wladimir lässt grüßen. Wladimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen. Unglaublich. Nicht nur das. Ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat? Nein. Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Hab ich. Wladimirs Schrift. Unverwechselbar. Gut gemacht, Hexer. War es das oder hast du noch was anderes? Als nächstes kümmere ich mich um Borsodis Haus. Viel Glück und viel Spaß. Ja, das wird noch lustig. Ist das Borsodi-Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Redanische Wachen bewachen ein Auktionshaus? Aus Neugier. Redanische Berufssoldaten, stimmt's? Hauptgefreiter Wenzel zur Stelle. Und der Depp hier ist mein untergebener Gefreiter Klein. Nun piss dich nicht ein vor Aufregung. Hast du was gesagt, Soldat? Nein, nicht. Müsstet ihr nicht irgendwo anders sein? Es herrscht Krieg, wisst ihr. Wir wurden alle hierher verlegt. Befehl 76 CWX in Schriftform. Mission, ja. Bewachung des Auktionshauses. Der kennt's nicht. Priorität hoch. Die höchste sogar. Der Borsodi kennt sich aus mit den hohen Tieren. Hilft ihnen, die Kriegsbeute zu verkaufen. Kriegt Schutz dafür. Gefreiter Klein, das sind geheime Militärinformationen. Ich will mit dem Eigentümer sprechen. Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner, den geschätzten Horst Borsodi. Ja, ist er. Ich muss mit ihm reden. Befehl 76 CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen ganz einfach. Ihr werdet klug, eine Ausnahme zu machen. Wir werden uns schon einigen. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76 CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexer aus Riva. Wimmer Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel?
Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich... Aber ich habe eine Einladung, verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Geralt. Aber meine Befehle? Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Geil. Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha, die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Haben die Borsoli ihr Auktionshaus nicht in Novigrad? Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsolis wäre in Novigrad. Das war's. Sie sind umgezogen. Radovid hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du, 0%. Schwer zu unterbieten. Nicht wahr? Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. Ja. Was wird versteigert? Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariborer Schule geworfen. Van der Knoop, Longendijk. Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Wozu denn? Wieso wozu, Geralt? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Wer nicht? Ich will nur mit Horst Borsoli reden. Eigentlich will ich hier nur Horst Borsoli sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Melitele, hab ihn selig. Aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Also, ihr könnt euch hier umgucken, dann können wir hier mal gucken. Feuerkelch, was das wohl sein mag. Serikanische Speere, hervorragende Ziere für jedes Wohnzimmer. Gut zu wissen. Ein Riese oder vielleicht ein Jötun? Codex Redaniensis, das einzige erhaltene Exemplar. Aus der Sammlung des Magiers Aeramas. Stinkekäse! Ja, wie geil! Wunderschön. Aber beim ersten Schlag würden sie zerspringen. Ist das ein Glasschwert oder was? Ein Fabergé-Ei, ah ja. Geralt, wie wär's mit einer Immobilie? Ich könnte dir attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wimme. Auch nicht in kuvirischer Mark? Lass mal gut sein, dann ist die wieder nur 5 Pfennig wert. Haja. So, wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es auf der Auktion läuft, dann lasst mir gerne ein Abo da und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda. Bye.